Hallo, willkommen zum Eurotruck Simulator 2 im Multiplayer im Together mit dem Manikus. Hallo. Ja, und wir sind auf dem Weg Richtung Berlin und sind bei Straßburg losgefahren. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. So. So. Erstmal wieder Gas geben. Was dann? Achso, ja, da geht's bergauf. Jetzt können wir ja angeben. Jetzt haben wir so schnell wie mit 600 PS. Ja, noch sind wir in den Profilen noch nicht sehr weit gekommen. Wir sind ja erst Level 6. Ja, stimmt, ja. Ja, da können wir uns noch nicht groß motormäßig was leisten. Da ist halt leider nicht viel zu machen. Geldmäßig, ihr seht es ja selbst, geldmäßig sind wir auch nicht gut bestückt und wir haben noch einen guten Kredit am Laufen. Ja, das stimmt, ja. Das für die Leute nochmal eben zu erklären. Das hier, Vorsicht, da rechts ist irgendetwas. Haben die einen umgebaut oder jetzt, was schiebt jetzt retour auf der Autobahn oder was tut der? Was wird das? Mich überrascht hier zurzeit gar nichts. Okay, ich versuche mal da links vorbeizukommen. Auf die Überholspur. Was machen die zwei da? Dann, jetzt fährt der auch weg. Na bravo. Das ist wieder eine Firma. Ja. Na tolle Wurst. Na komm vor. Aber der hat auch einen Renault, der ist auch so schnell wie mir. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Freund da hinten macht. Der überholt uns jetzt sicher rechts, ne? Ja, der überholt uns voll rechts. Aber mich nicht. Wenn er überholen will, muss er links rüber. Ich zwinge ihn dazu. Da kommt noch einer. Denn ich weiß, dass in Deutschland Rechtsverkehr ist, das heißt, du musst rechts fahren. Ja. Ja, außerdem darfst du nicht rechts überholen. Außerdem, ja. Das ist bei uns in Österreich aber auch so. Ja, das ist in vielen. Oh, boah, der hätte jetzt bei noch meinen Auflieger geschnappt. Was geht mit dir, Kollege? Alles gut? Ui! Was ist denn das jetzt? Wo ist denn der dahergekommen? Ja. Erst auf einmal ploppt da vor mir ein LKW auf. Scheiße. Hast du Schaden? Nee, ich hab grad noch so abbremsen können. Bam, und da vorne hat's gekracht. Was ist denn mit den Kollegen da jetzt da? Ja, die können alle fahren. Oh, jetzt hat er den Auflieger weggeschmissen, das verstehe ich. Was tust du da jetzt da? Na vor. Gib Gas. Ja, jetzt fahrt er am Seitenstreifen. Na, da ist er, das ist heavy da, da ist Hollo da los. So, jetzt bin ich da links. Oh, an. Da scheppert's gleich. Jetzt beinahe schon nein, wieder. Nein, nicht bei mir, geh weg von mir, weg, du böser Geist. Was tust du da? Hallo, ich bin ja auch noch da. Siehst du mich nicht? Jetzt fahr ich eh schon mit einem LKW, du kannst mich nicht übersehen. Meine. Boah. Oh, dem war das egal, der wollte die Spur haben, ob du da stehst oder nicht, das ist egal. Was war denn das jetzt, dass der Fahrer vor mir, aber von jetzt auf gleich da ist der vor mir gestanden? Ja, super. Also jetzt es bin läuft. Ich erst einmal froh gewesen, dass ich nur einen Renault fahre. Hätte jetzt ein Scali oder was gehabt, jetzt gekracht, weil da hätte ich sicherlich schon mehr Tempo drauf gehabt. Ja, stimmt. Das mit dem wärst du schneller unterwegs gewesen und das hätte nicht gut ausgegangen. Mein Herz. Nee, aber also jetzt sehen wenigstens unsere Zuschauer, wie wir das gemeint haben. Und so ist es permanent, wenn wir privat spielen. Und teilweise noch viel schlimmer. Ja, stimmt. Es ist echt. Man versteht also, es nicht. Wenn man einen Vergleich zieht zu den letzten Aufnahmen vor 5 Wochen oder 4 Wochen, wenn wir die aufgenommen haben, ja, 4 Wochen oder 5 Wochen jetzt, ja. Da war das auf dem Multiplayer viel entspannter und viel ruhiger. Aber so die letzten, kurz vor Weihnachten fing das schon an, auf dem Multiplayer chaotisch zu werden. Aber mittlerweile, nach Weihnachten war es eigentlich ganz vorbei. Ja, es wird immer schlimmer. Also wie gesagt, ich meine, die meisten, die was jetzt auf EU 2 oder 3 oder was da immer gibt, ja, da was fahren können wie die Idioten, ja. Die haben jetzt mitgekriegt, dass auf EU 1, kein Admin da sind. Ja. Ja, und das nutzen die natürlich absolut aus. Das muss man leider so sagen.
und ja, zerstören dann meistens auch die Konvoi, weil wir haben im Privatspiel sind wir hinter einem Konvoi hergefahren. Das waren gute 20 LKW, der Konvoi, also ein Riesenkonvoi eigentlich, ja. Und die sind aber brav gefahren, da kann man gar nichts sagen. Also die haben keinen behindert oder so, die sind da zügig mit 80 unterwegs gewesen. Ja, bis dann ein so ein Arschloch gekommen ist. Weil ich kann das, entschuldige Freunde, aber ich kann es nur mehr so nennen, solches, das Leute, das sind Arschlöcher, meine Augen, ja. Der hat nichts Besseres zu tun gehabt, als wie die von Konvoi. Was ist mit denen, der schlaft da? Kommst du nicht in den Berg hoch? Gibt's ja gar nicht. Ja, aber den muss man auch erklären. Der hat einfach seinen Trailer abgestellt, mitten auf der Landstraße, und ist dann hinterm Konvoi mit seiner Zugmaschine hergefahren und hat halt andauernd irgendwelche Leute da gerammt. Ja, abgedrängt von der Straße, gerammt, in Auflieger reingefahren und, muss ich ehrlich sagen. Das sind alles diese Idioten, ja, die was bei mir keine Berechtigung mehr hätten, einen Multiplayer zu spielen, die werden von mir gebannt. Der kommt da nicht mehr drauf. Der hat keine Chance mehr, dass der da ein Multiplayer kommt. Ja, aber das passiert halt leider nicht. Und das wissen natürlich jetzt die ganzen Idioten, ja, die was normal auf EU2 oder so unterwegs sind. Ja. Das wissen die halt leider Gottes, ja. Und dann hast du halt eben die Idioten jetzt auf EU1, da wo eigentlich die Normalfahrer eigentlich spielen. Ja, weil früher ja auch immer die Admins online waren, aber jetzt, du siehst fast nie einen Admin. Und wenn, dann ist der Admin mal eben drinnen, grüßt und 5 Minuten oder 10 Minuten später ist er wieder weg. Genau, richtig. Und das haben wir ja schon erlebt, ne? Der hat gemerkt, da ist ein Admin da, lockt sich geschwind aus, ja. Lockt sich mit einem anderen Profil ein und schaut, ob der Admin noch da ist. Und sobald er weg ist, lockt er sich wieder mit einem alten Profil rein, ja. Und die Geschichte fängt wieder von vorne an. Genau. Und dann ging es wieder von vorne los. Es ist momentan einfacher so. Und genauso die Strecke, was wir gehabt haben, oben da jetzt Schweden, Dänemark, Norwegen. Wir haben da oben eigentlich unsere heilige Ruhe gehabt. Die Zeit ist auch vorbei. Ja, durch den Wintersale haben sich scheinbar genügend Leute mit dem Skandinavien-Add-on eingedeckt und ja, seitdem ist da auch, gerade Rostock und so mit der Fähre, das ist schlimmer als Amsterdam. Ja, das ist weil die Ausfahrstrecken, die No-Collision-Zone, viel zu gering da ist. Ja, du hast es auch so, du fährst von dort weg. Ja, von dem Punkt, wo du drüber gesetzt hast, ja, also von den komischen Anker, sage ich jetzt einmal, von dem grünen Symbol, ja, und du bist nicht einmal nur mit dem LKW, sagen wir, 20 Meter von dem Punkt weg, hast schon eine Collision. Das sind noch nicht mal 20 Meter. Der Trailer ist noch fast in der Null-Collision-Zone und du bist schon außerhalb, und wenn dann einer auch losfährt, scheppert's. Haben wir ja auch oft genug gesehen. Stimmt, ja. Aber was willst du tun? Das ist halt momentan ist echt total alles verwurzelt irgendwie. Ja. Und es macht momentan Multiplayer, muss ich ehrlich sagen. Es kostet momentan für mich eine Überwindung, Multiplayer zu spielen. Das muss ich definitiv sagen. Ich meine, deinen Zuschauern kann ich das jetzt auch so, meine wissen das schon so, wissen das ja. Ich bin nicht klickgeil. Ja, ich krieg kein Geld dafür. Ich krieg keinen Cent. Egal, ob ich da jetzt einen Aufruf drauf habe oder weiß ich nicht, 10.000 hätte, ja, auf ein so ein Video, ich krieg kein Geld dafür, ja, mich interessiert das Geld auch gar nicht, ja, für das mache ich das nicht. Und es kostet teilweise echt eine Überwindung, ja, einen Multiplayer zu spielen, solange solche Idioten da sind. Das muss man einfach so sagen, ja. Und ich habe heute, oder gestern eigentlich, habe ich zum Dasi schon gesagt gehabt, also wenn wir das nächste Mal das Together aufnehmen, das wird richtig lustig werden. Und ihr habt es ja gesehen, nicht? Vor ein paar Minuten, nicht? Anfang des Videos, nicht? Hätten wir schon einen Totalschaden gehabt. Ja. So, und wenn wir das haben, ihr wisst, ihr könnt euch sicher noch erinnern, was wir am Anfang gesagt haben, wenn wir uns die Reparatur nicht mehr leisten können, ist das Profil, das Multigator, erledigt. Ja, wir werden hier kein Geld ersheaten, sondern sobald wir das Geld nicht mehr haben, ist es vorbei. Ich meine, ja, ich kann mir nur einen Kredit aufnehmen, das ist kein Problem, aber irgendwann ist der Kredit dann auch erschöpft, beziehungsweise kann ich mir das nicht mehr leisten, dass ich den zurückzahle. Weil wenn wir jetzt kurz einmal schauen, ja, ich kriege noch 24.000 Euro für den Auftrag, ja. So, jetzt gehen wir davon aus, ich habe einen Crash, ja, sie setzt, ich habe 0% am LKW, 0% am Auflieger, sagen wir, ich habe 20% am Auflieger, dann kriege ich natürlich da viel, viel weniger Geld. Ist eh logisch, und ja. Dann wird irgendwann das einmal so sein, dass ich ins Minus komme und dann komme ich überhaupt nirgends mehr hin. Dann kann ich nicht mehr tanken fahren und nichts. Ja. Naja, aber es ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Man ist ja Profi genug. Ja,
solange sich nicht wirklich einer vor einem einloggt oder es mit Absicht das macht, dann kann man es leider auch nicht mehr verhindern. Ja, so wie der jetzt davon, wie gesagt, hätte er ein stärkeres Auto gehabt, also in dem, Entschuldigung, LKW, das war ein unwillkürlicher Unfall, den war ich voll hinten in Auflieger rein und die hat nichts machen können. Aber das bringt mich gerade zur Überleitung. Wir haben in der letzten, haben wir ja so ein bisschen, nicht? Ihr wisst schon, ATS und so weiter. Nicht? Es ist ja jetzt momentan so, wir warten ja jetzt drauf, der Dasi und ich, ATS. American Truck Simulator, für die Leute, die nicht wissen, was ATS gemeint ist. Das soll jetzt in 3 Wochen kommen. Wollen wir es einmal stark hoffen? Ja, also so ist es jetzt gesagt, 2.3. 3.2. so rum. Ja, wir werden verblödet, Dasse, wir werden verblödet. Ja. Ich meine, die Zuschauer wissen ja teilweise, ich hätte jetzt in den letzten, glaube ich, 5 Mal, wo wir gespielt hätten, ja, ich hätte so viel Videomaterial mit Idioten, ja, die was da unterwegs sind, oder mit Sachen, die was da Dasse und ich vergessen, was wir eigentlich normalerweise nie vergessen, ja. Das war halt best of gewesen. Ja, stimmt. Ja, wenn das nicht so viel Arbeit wäre, weil wir sind so wie wir jetzt erfahren, wenn wir da in unser Spiel, so ein Privatspiel fahren, müssen wir die ganze Zeit auf einem Programm laufen lassen, ja. Und das dann zusammenschneiden, ne, das ist ein bisschen heftig. Darum mache ich das eigentlich nicht. Aber vielleicht mache ich es einmal extra für euch Leute, damit ihr einmal wirklich seht, wenn wir privat spielen, was da alles los ist. Ja, aber zurückzukommen auf ATS. Man weiß ja nicht viel drüber. Ja. Es gibt ein Video, das werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, aber nicht, dann haut einmal in YouTube eine American Truck Simulator. Ja. Da kommt sie ja dann auf ein Video, das ist mittlerweile, glaube ich, ein Jahr alt, wenn man nicht alles testet. Ja, so in dem Dreh rum ist und, das. Und da sieht man auch noch nicht wirklich viel. Ja. Also ich gehe mal davon aus, die Grafik ist natürlich ein bisschen aufgefrischt, das wissen wir eh. Ja, aber ich sage einmal so, in Euro Truck Simulator, ich meine, die Grafik ist voll okay. Da gibt es eigentlich nichts. Ja, stimmt. Dafür, dass sie schon so alt ist, eigentlich. Ja, also. Nicht, also kann man nicht sagen, dass das irgendwie scheiße oder was wäre, im Gegenteil. Aber was ich sagen wollte, ist, ja, man weiß einfach über das Spiel nichts. Ja, ich muss ehrlich sagen, für 18 Euro oder 20 Euro, was kosten soll, mir kommt das ein bisschen sehr suspekt vor, weil das doch ein komplett neuer Titel ist. Ja. Man hört nicht viel, man sieht nicht viel, ja. Sie halten sie, also es ist ziemlich geheim alles, was da geht, über ein ATS, ja. Finde ich ein bisschen komisch. Wir lassen sie überraschen und das, was hier auch reinkommen soll, ja, das ist ja der Multiplayer. Ja. Aber ja, wobei wir da nur die Aussage von dem SCS-Chef hatten von der Gamescom, dass sie es angedacht haben, aber wie? Wann der wirklich kommt, also ob er jetzt direkt mitkommt oder in welcher Art machen sie es wie Giant bei dem Landwirtschaftssimulator, dass man sich Server mieten kann oder machen sie es wie hier mit dem Multiplayer, dass sie einen großen Server anbieten oder mehrere Server halt, keine Ahnung. Ja, wir wissen da eigentlich wirklich nichts drüber, ne? Und sie schreiben nirgendwo was. Dann kannst du ins Forum reinschauen, was immer du lustig bist, ja, da steht nichts, ja. Das sind alles nur Spekulationen, ja. Und wir haben einmal so ein bisschen so philosophiert und vielleicht hört uns SCS, ja. Vielleicht sehen sie ja gerade das Video von uns, was ich ja nicht glaube, aber ist, ne? Man weiß ja nie, ja. Man kennt ja seine Zuschauer nicht. Wenn da wirklich das so ist, ja, dass wir einen Multiplayer, ja, einen Dedicated-Server stellen können. Ja, Freunde, dann könnt ihr euch warm anziehen, weil dann muss ich ehrlich sagen, bin ich der Erste, was einen Dedicated-Server hostet. Ja, und dann geht die Geschichte los und ja, dann muss man leider sagen, der Multiplayer da in ETS wird für mich dann, das klingt, gestorben. Ja. Ja, der ist erledigt, weil ich habe da keine Lust mehr mit den Vollidioten zu fahren. Ja. Weil wir werden unseren Server dann sauber halten. Ja, also wenn da irgend so ein Idiot ist, der was glaubt, der kann Voice zerstören und lalala, der war mal drauf. Da werden wir riegelros durchgreifen, da gibt es ja keine Diskussionen, also nicht so wie da jetzt, dass da kein Admin da ist, sondern da wird meistens Admin anwesend sein. Aber wie gesagt, das ist halt alles Zukunftsmelodie, wir wissen es nicht, was da kommen wird. Ja. Wenn SCS natürlich auch so ein Multiplayer startet in ATS, wie wir es da jetzt haben, und dann auch keine Admins da sind, ja, dann haben wir denselben Scheiß, was wir jetzt da haben, natürlich dann in ATS auch. Ja, aber wie gesagt, leider
weiß man über den ATS nur das, was so halbwegs, man ist ja noch niemals sicher, wenn ich bei Rondo Media nachgucke, also bei Astragon heutzutage, wenn ich da nachgucke, was die als Informationen drin stehen haben, da steht drinnen, der Volvo kommt, alle anderen Truck-Hersteller sind noch nicht fest zugesagt, bei SCS heißt es, der Peterbilt kommt und der Canbus kommt, da steht nichts von Volvo drinnen, es gibt keine verlässlichen Aussagen, auch nicht dazu, welche Spielmoden da reinkommen, also ob überhaupt ein Multiplayer kommt oder ob der irgendwann mal nachgereicht wird. Ja, das ist ja das nächste Problem, was an der ganzen Sache ist. Nicht? Man weiß wirklich nichts. Es kann auch absolut sein, ja, das muss man auch mit dazu sagen, dass der ATS ein kompletter Flop ist. Ja, das kann natürlich sein. Also, wenn ihr kein Multiplayer mitbringt und grafisch sich nicht großartig unterscheidet vom Eurotruck, jetzt nicht jetzt von der grafischen Leistung her, sondern optisch, sagen wir mal optisch, dass die Landschaften eher aussehen, als wenn man auch irgendwo in Spanien fährt oder so, ja, dann wird er sich auf jeden Fall schwer tun. Ja, das glaube ich auch so. Und dann ist halt die Frage, wie wir dann weiterverfahren, ja. Weil wenn das natürlich ein Flop wird, ich meine, der Dasi tut sich dann alle schwersten und das verstehen ja viele Zuschauer leider nicht, ja. Es wird immer schwerer, gute Mods zu finden. Ja, stimmt. Ja, also ich habe da ein paar persönliche Nachrichten bekommen, heißt auch persönlich, ich werde keine Namen erwähnen, ja, die, was mir da quasi geschrieben haben, ja, und der Dasi soll jetzt sich nicht so in die Hose machen und es gibt genug Mods, ja. Das stimmt schon, es gibt tausende von Mods, ja, das ist schon absolut richtig, ja, aber sind die auch gut? Ja, oder wie gesagt, ich habe keine Lust, jedes zweite Video einen Trailer-Skin vorzustellen oder einen Truck-Skin vorzustellen, weil das ist ja eben das, was am meisten rauskommt. Ja. Oder eben Updates von Bestandsmods. Ich meine, die Updates sind ja brauchbar und auch gut, nur wenn ich einen Truck schon mal, hier zum Beispiel einen Volvo von OAH, wenn ich den vorgestellt habe, ich kann doch nicht jedes Mal, wenn da ein kleines Update kommt, den Mod erneut vorstellen. Ja, das wäre ja dämlich, ich meine. Nur weil der jetzt, da weiß ich nicht, der Scheinwischer auf 6 Intervallstufen funktioniert, stelle den wieder vor. Das ist ja Blödsinn. Also, nicht? Und wie gesagt, ich meine, der Dasi tut sich da absolut schwer. Ja, ich tue mir da ein bisschen leichter, weil es bei mir keine Mods gibt. Ja. Fahr mal langsam irgendwo ran. Ja, Chef, mach mal. Und, ja, Freunde, es wird halt immer schwerer und wenn jetzt natürlich der Ding jetzt da an der ATS ein Flop wird, ja, dann wird's lustig. Ja, dann wird's problematisch. So, ich nutze wieder, weil da geht's wieder bergab. Hehe. Ja, bergauf wollte ich jetzt nicht stehen bleiben, da kommen wir wieder nicht aus dem Tritt. Ja. So. So, Leute, das war die heutige Folge. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen oder auch Kommentare. Schaut mal bei Manikus rein, da seht ihr seine Fahrweise, so wie ihr bei mir meine Fahrweise seht. Oder zum Beispiel halt das mit dem komischen Fastunfall, den Manikus hatte. Ja, in dem Sinne, bis demnächst und Ade. Ciao, ciao.